Diese Räume hier sind ausschließlich dafür gemacht, darin das perfekte Selfie zu schießen. Kein Witz. Und diese Teile hier sind gerade der Publikumsmagnet in New York, Los Angeles, Tokio und anderen Weltmetropolen. Sie schießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Die Frage ist nur, warum? Wir haben uns so ein Selfie-Paradies mal genauer angeschaut. Warum zahlen Menschen Eintritt, um das perfekte Selfie zu schießen? Und was macht ein Selfie überhaupt perfekt? In New York City wollen wir die Antworten finden. Hier besuchen wir die sogenannte Color Factory. Für 40 Dollar Eintritt gibt's angeblich die perfekte Fotokulisse für jedermann. Jeder Besucher hinterlegt zunächst seine E-Mail-Adresse. Denn nicht nur Handys und Fotoapparate sind hier erlaubt und erwünscht. Wer will, darf auch die zahlreichen fest installierten Kameras nutzen und sich die Bilder schicken lassen. Insgesamt 16 Räume und Gänge bietet die Factory. Jeder ist von Künstlern entworfen. Nur das Licht wirkt mit bloßem Auge ein bisschen ungemütlich. Jetzt so wirkt das Licht irgendwie ein bisschen kühl. Weil wir das über unsere Kamera nicht erkennen können, stellen wir das mal kurz im Schnitt nach. Links das Licht, wie wir es vor Ort mit bloßem Auge sehen. Bläulich, fahl und kalt. Rechts der Look, den unsere Kamera aufzeichnet. In dieser Location geht's also einzig und allein um das perfekte Kameralicht. Denn die Besucher sind ja vor allem wegen der Selfies hier. Der beliebteste Raum ist anscheinend dieser. Wo man hinblickt, wird geknipst. Die Attraktion entsteht durchs Bällebad, in das sich die Besucher gefahrlos reinwerfen können. Für szenische Fotos in Aktion. Wir lassen uns die geschossenen Bilder zeigen. Was gefällt den Leuten hier? Und geht's ihnen wirklich nur um das eine? Das perfekte Bild? Es macht so viel Spaß. Ich bin gefühlt schon ewig hier. Und das ist mein Lieblingsraum. Es ist der perfekte Ort, um Fotos zu machen. Und die Bedeutung hinter den Farben und Ausstellungsstücken ist mehr als nur eine Fotokulisse. Ich liebe die Kameras hier. Damit kriegt man tolle Fotos und hat die Hände frei. Besonders für Social Media bekommt man super Bilder mit vielen Farben. Im Schnitt machen Personen zwischen 18 und 30 Jahren 250.000 Selfies in ihrem Leben. Nur warum extra einen Ort dafür erschaffen? Das fragen wir den Manager hier, Stanton Jones. Unser Ziel ist, im echten Leben gut auszusehen, aber auch auf Fotos in den sozialen Medien. Wir wollen dem Ganzen mehr Tiefe und Bedeutung verleihen und arbeiten deshalb mit lokalen und internationalen Künstlern zusammen. Aber natürlich sollen die Leute herkommen, um Fotos zu machen. Tatsächlich schreien die Räume förmlich danach, fotografiert zu werden. Zwischen all den Knallfarben tummeln sich täglich rund 2000 Besucher. Alle mit Fotohandys bewaffnet. Das Ganze ist ein wahrer Hype. Wer hat sich das überhaupt ausgedacht? Die Idee zu diesem Ort hatte ein Künstler aus San Francisco. Vor knapp einem Jahr eröffnet er dort die erste Location. Seitdem tourt er damit durch die Staaten. Das macht die Color Factory exklusiv und brachte ihm bisher schon 170.000 Besucher ein. Aber die Color Factory ist kein Unikat. Ausstellungen wie diese gibt es inzwischen überall auf der Welt. In Los Angeles, Miami, in Malaysia und mittlerweile auch bei uns in Deutschland. Die Super Candy-Ausstellung in Köln. Alles nur für das perfekte Selfie? Und überhaupt, was macht ein Selfie überhaupt perfekt? Wir treffen uns mit dem Fotografen und Selfie-Experten Peter Lott aus New York. Zunächst ist die perfekte Position für ein Selfie direkt vor dir. Oder besser, leicht erhöht. Da sollte man die Kamera haben, in einem 45-Grad-Winkel. Tipp 1 fürs perfekte Selfie also, die richtige Kameraperspektive. Sich selbst sollte man immer leicht von oben fotografieren. Das lässt unsere Gesichter vorteilhaft aussehen.
Zum Beispiel, weil die Augen größer wirken und es kein Doppelkinn gibt. Aber Vorsicht, dabei nicht gerade ausschauen. Man sollte den Kopf nicht hängen lassen, sonst entstehen Schatten unter den Augen wie hier. Also muss man seinen Kopf richtig positionieren, um die Schatten zu verringern. Tipp 2 also, den Kopf leicht hochhalten. Nur so entstehen keine hässlichen Schatten unter den Augen. Doch es gibt noch mehr Aspekte, die wir beachten sollten, damit das Foto auch richtig gut wird. Dieses Licht ist gut, weil es weich und indirekt ist. Das Licht ist hier, wird also von Boden und Wand reflektiert. Es strahlt dich nicht direkt an. Die meisten Lichter hier sind konstante Studiolichter. Aber das ist zerstreut. Tipp 3, das perfekte Licht. Denn das Foto soll was hermachen. Also gut ausgeleuchtet und nicht verschwommen oder verpixelt sein. Nur dann kommt es professionell rüber. Noch was? Der Hintergrund ist wichtig, denn die Leute wollen nicht nur dich sehen, sondern auch, wo du gerade bist und wie cool es dort ist. Tipp 4, der perfekte Hintergrund. Je ungewöhnlicher und bunter, desto besser. Den finden wir hier natürlich leicht. Die Color Factory bietet insgesamt 16 farbenfrohe und glitzernde Hintergrundkulissen. Man kann sich von allem inspirieren lassen. Hierher zu kommen und alles schon vor sich zu sehen, ist inspirierend. Alles, was man hier sieht, ist geschaffene Kunst. Also kann man einfach herkommen und sich von Farben inspirieren lassen, die normalerweise nicht um uns sind. Wer diese Tipps berücksichtigt, kriegt die Likes. Denn was sonst sollen Selfies, wenn nicht Likes generieren? Dafür ist die Selfie Factory perfekt, denn jeder einzelne Raum ist eine Attraktion. Das ist auch der Grund, warum die Besucherströme nicht abreißen. Doch eine Frage haben wir noch. Wieso sind wir überhaupt so verrückt nach Selfies? Selfies sind extrem persönliche Fotos. Normalerweise macht man nicht nur eins. Es ist ja nicht jeder Fotograf und macht nur eins und ist fertig. Die Leute machen viele. Manche Mädchen machen hunderte Selfies, bevor sie das Perfekte haben. Und das ist ziemlich intim. Man zeigt der Social-Media-Welt, wer man ist, wie man aussieht, was man macht, wo man ist. Die Selfie Factory bietet also attraktive Hintergründe aus Farben und Glitzer, das richtige Licht und Szenen wie Bällebäder, in die wir uns gefahrlos reinschmeißen können. Die optimale Kulisse für das perfekte, das massentaugliche Selfie. Und das erklärt auch den Hype um die Selfie Factories.